Wir wollen an die namenlosen Opfer der Geschichte erinnern. Es ist unsere Pflicht, die letzten Zeugen unseres apokalyptischen Jahrhunderts zu Wort kommen zu lassen. Die Bilder ihrer Erinnerung sollen der historischen Wahrheit zu ihrem Recht verhelfen. Die Wolga-Deutschen sind von Stalin, genauso wie die Krim-Tataren und andere Minderheiten, im Jahr 1941 nach Sibirien und Kasachstan deportiert worden. Tausende und Abertausende sind verhungert oder auf den sibirischen Schneefeldern erfroren. Ihrem alten Hirteninstinkt folgend, haben die Kasachen die Überlebenden der Vertreibung unter sich aufgenommen. Wir haben uns Wolga-deutschen Bäuerinnen angeschlossen. Sie waren unterwegs, um nach ihren verlorenen Söhnen zu suchen. Mit ihnen kamen wir in den kasachischen Gulag Akmolinka und in die Gefängnisse von Mordawia, die bis heute in Betrieb sind. Im Laufe unserer gemeinsamen Reise sind die Erinnerungen eines halben Jahrhunderts wieder wach geworden. Ihre schrecklichen Schmerzen, das körperliche und seelische Elend, das Ausgeliefertsein, die Einschüchterungen, all die tragischen Momente ihrer Vergangenheit. Doch zur gleichen Zeit schöpften sie neue Hoffnung, ihre Muttersprache widersprechen zu dürfen, auf Wiedererlangung ihrer kulturellen Identität und eines menschenwürdigen Lebens. Мне сказали, я ищу свою мать. А где ты потерялся? Где-то на севере. Моя мать работала в шахте. Я тоже. В 53-м. Мне было 3-4 года. Смотри хорошо на меня. Ты меня не узнаешь? Я тогда была молодая. Блондинка. А сын мой был светленький. Я тоже. О чем ты думаешь? Сам себя же не можешь помнить. У него же темные глаза. Это не имеет значения. У ребенка могут измениться глаза. На, это тебя, мой хороший. Wir sind zusammengekommen, um Bekenntnis abzulegen,
gegen Blutvergießen und Gewalt. Russen, Ungarn, Kasachen, Georgier, Deutsche. Damit sich die Deportationen und Massenmorde des Jahrhunderts nie mehr wiederholen können. Sei diese Kirche die Kirche des Gedenkens, damit es niemals wieder zu Massenmorden kommt. Wir wollen frei, mit erhobenem Haupt ins kommende Jahrhundert aufbrechen.